Ja, Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Runde unter schwarzer Flagge im neuen Jahr. Erstmal frohes Neues an alle. Und es ist ewig her, dass ich gespielt habe. Das war noch vor Weihnachten. Ein paar Folgen sind ja ausgefallen, weil ich dann auch im Urlaub war und keine Zeit hatte zum Vorproduzieren. Aber ich würde sagen, der letzte Spielstand war Stream 15. Da habe ich mich wohl selbst verarscht, weil der hier ist es offensichtlich nicht. Gut, dass nochmal die Jahreszahl dabei steht. Mann, ist das laut. Ist schon immer so laut. Egal. Wir starten rein. Und wir haben ja eine Galeone. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen wollten. Ich weiß nur, ich wollte eigentlich die Runde beenden. Und dann haben wir eine Galeone bekommen und die wollten wir natürlich noch ausprobieren. Und jetzt machen wir halt noch eine Runde mit dem Galeönchen. Da war zum Beispiel was. Wir haben keine Crew, um die Galeone zu bemannen. Wo sind wir denn? In. Ist der Gouverneur, oder? Na komm, nehmen wir den hier mit. Wo ist der Ton hin? Wird schon wieder ein ganz mieses Gefühl dabei. Wir können ja mal so eine Wettquote einführen, wie viele Abstürze es so im Spiel gibt. Und dementsprechend regeln wir das hier dann. Also ihr ersetzt einen gewissen Betrag auf die Anzahl an Abstürzen und dann wird am Ende verteilt. Ja, das sieht ziemlich kacke aus. Die Stadt ist reich. Aber sie sind Tortuga. Tortuga sind wir. Essen einpacken ist wichtig. Sagt, was ihr wollt und beeilt euch. Fehlt auch irgendwie die Gouverneursmusik. Ihr seid mein Kamerad und Bruder, Captain. Und ich würde sogar dem Teufel an den Spind gehen, wenn es euch hilft. Ja, den Teufelsspind, das kennen wir ja schon. Und wir haben ein neues Haus. Ich kann nicht den ganzen Tag mit euch Wir herumquasseln. sind mittlerweile schon Großgrundbesitzer, würde ich sagen. Gehen wir mal zur Flotte. Oh, zur Galeone. Wahrscheinlich wird sie bei einem Treffer sinken. Wir werden uns jetzt auch keine Geleitschiffe dazu holen erstmal. 12 Kanonen auf so einem Schiff. Oh Gott. Aber Hauptsache mal 5 Tonnen Munition. Ich würde sagen, wir überfallen einfach ein paar Schiffe, wie das gute Piraten so machen. Weil Städte haben jetzt wirklich genug geplündert erstmal. Also erstmal, das heißt erstmal die nächsten paar Minuten wahrscheinlich. Aha! Schiff ahoi! Komm her! Wir werden ihre Bäuche an die Rahe nageln! Das war jetzt sehr schnell. Ist ja gerade Ich hab so wenig Leute für alle Kanonen! so schön vorbeigefahren. Achso, stimmt, wir haben 11 Kanoniere. Und sind so wendig wie ein Stück Kuchen. Aua. Ach du Scheiße, dreht das langsam. Und jetzt wird geändert, reichen 16 Leute zum Entern, das bezweifle ich. Kanone nachladen! Wenn ich schon Jahre nachladen müsste, dann lade wenigstens mal eine neue Kugel nach. Ich trinke so lange was. Aua. Hey, hey! Also wir haben weniger als einen Mann pro Kanone. Was soll da schon schief gehen? Vielleicht hätte ich vorher doch mal ein paar Leute rekrutieren. Ich sollte eigentlich wollte ich letzte Runde Leute rekrutieren, ne? Ich wollte rumfahren und Leute einsammeln und auch mal geben die sich eigentlich nicht. Wir haben eine Galeone, hallo? Haben zwar keine Kanonen und keine Leute, aber wir haben eine Galeone. Also ergebt euch gefälligst. Also mit dem Wind sind wir echt unschlagbar, aber gegen den Wind sind wir so. Nee. Hui. Aha! Diese 6 Kanonen auf der Seite haben sich richtig gezeigt. Habt ihr mehr Kanonen als wir? Das war ein großer Fehler, diesen Kampf jetzt direkt anzufangen. Aber ich war ja wieder ungeduldig.
schnell ist einfach vorbei. Die sind deutlich wendiger als wir. Und haben noch ziemlich viel Leute an Bord. Ja, natürlich haben sie die falsche Seite nachgeladen. Ah. Ladet doch schneller nach. Wir werden angegriffen. Ach, danke, hätte ich jetzt nicht gemerkt. Komm noch einmal drehen und dann haben wir sie. Ich wollte ihn nicht rammen. Ey, hör mal auf jetzt. Ist ja gut jetzt. Jetzt entern. Klar machen zum Entern! Und entern! 16 gegen 16. Sie geben auf! Wunderbar. Jawohl. Wir nehmen alles, aber dieses publige Schiff bald will ich. Fruchttransporter. Eine Fruchtbrick. Lalala. 60 Pesos. Ernsthaft? So, wir brauchen die Leute. Die Mannschaft würde euch bis in die Hölle folgen. Zum Glück haben wir einen Piraten-Havanna. Ihr wollt auch noch Schätze bergen, ne? Aber der liegt, glaube ich, hier unten an der Küste und nicht hier oben an der Küste. Wir haben auf jeden Fall einen Piraten-Havanna und da kriegen wir unsere Leute schon zusammen. Sofort, Sir! Schiff ahoi! Müssen wir was gegen die spanischen Städte hier in der Umgebung machen? Sie sehen wie Händler aus! Ich glaube, sie haben uns gesehen! Jawohl! Wir jagen sie bis an den Rand der Hölle! So muss das nämlich. Bester Kampf. Bester Kampf. Ui! Hier mal viel. Das Schiff könnte ich sogar sichern und verkaufen. Weil die Flotte ist schon ziemlich voll, oder? Ist jetzt so. Ja, okay. Die Fracht bringt uns eine Menge Geld zu Hause. Ja, in der Tat, das helfen sie. Sofort, Sir! Gib Gummi! Die Mannschaft dürstet nach einem Kampf, Sir. Ja, erstmal brauchen wir Mannschaft. Land in Sicht! Gott, die schreien da immer rein. Speichern unter Stream. Wir fangen wieder bei 1 an. Okay. Oh, wunderbar. Oh, yeah. Die ganze verbrauchen wir gar nicht, ne? Müssen wir auch alle verpflegen. Ey, hört schon mir. Ja, super. Dann 60. Take it all. Ei heiße. Wunderbar. Komm, mach dir die Taschen voll. Oh, der da noch. Ei heiße. Alles sehr loyale Säcke. Ei heiße. Kommt ja auch. Ei heiße. Und jetzt quatschen wir mit unserem alten Kumpel. Ich freue mich, euch wiederzusehen, mein alter Schiffskamerad. Lasst uns einen Blutschwur tun, dass wir ein Leben lang Brüder sein werden. Der Ruf ist doch schon super. Was willst du da noch verbessern? Die Winde mögen euch günstig wehen, Mart. Eingenommen haben. Handel. Bitte einmal... Das loswerden. Aber man ist nachkaufen. Aber man sieht nach dem Plündern hier immer noch nichts. Also, es ist wirklich noch hart am Limit hier. Aber Geld haben sie wieder. Und wir sind wieder reicher als Hawaii. Sehr schön. Dann auf zur Flotte. Zum Pier bewegen. Kennen wir ja schon. Sonst ist ja das Zeug weg. Hier sind Schiffe zu verkaufen. Anscheinend haben wir ein Ruderboot geplündert. Wir haben tatsächlich ein Ruderboot. Das behalten wir mal. Die verkaufen wir. Jo. Alles klar.
müssen wir die reparieren. Das wäre vielleicht ganz gut. Komme ich hier eigentlich zurück zum Zimmermann? Ja, da lang zurück. Hier sind Schiffe zu verkaufen. 13 Tage. Naja. Eine Woche. Und 4 Tage. Und auf zur Flotte. Und alles zur Flotte bewegen. Das Schiff ist schwer beladen, Sir. Das Schiff ist optimal beladen, Sir, heißt das. So. Die Mannschaft würde euch bis in die Hölle folgen, Sir. Was ich ja eigentlich vorhatte, war mal die spanischen Städte hier wegzuräumen. Ja. Waren die nicht mega gut befestigt? War da nicht was? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Aber ich wollte auch noch einen Schatz bergen. Das bin ich ja auch noch schuldig. Das Problem ist, wir fahren hier volle Pulle gegen den Wind. Aber wir könnten uns schon einen Schatz sichern. Es ist nichts Spektakuläres, aber... Ich meine, das ist gratis Geld. Ah ne, da muss man wirklich aus dem Norden fahren, okay. Wir gucken uns mal die Stadt an, vielleicht können wir sie ja überfallen, plündern, wie auch immer. Numblock aus. Erstmal einmal in Urlaub. Schon ist alles verstellt. Ja, wie eben schon angesprochen, für ein paar Folgen sind ausgefallen. Dafür habe ich mich samt Zockerelite entschieden, dass wir die Anno. Land in Sicht! Dass wir die Anno-Streams hochladen. So als kleiner Ausgleich. Und jetzt denke mal, ab morgen werden wir wieder Folgen von Unter schwarzer Flagge kommen. Vielleicht auch heute schon. Gucken, wie ich mit dem Schneiden und Hochladen hinkomme. Und dann hoffentlich wieder regelmäßig. Und bis zum nächsten Urlaub, dann wahrscheinlich nicht mehr. Am Strand landen. Also mit dem Städte nicht angreifen hat lange gehalten, wie man sieht. Sehr lange sogar. Ui. Ui, ui, oh. Ach, Kacke. Man muss immerhin nicht bergauf latschen. Immerhin keine nach innen gerichteten Kanonen. Doch keine Kanonentürme. Und da ist generell kein Kanonen. Wenn wir hier am Strand landen, ist er doch viel schneller drin. Da ist nämlich kein Kanonenturm. Vielleicht könnten wir hier an dem Strand landen. So auch wieder direkt steil hochgeht. Das müsste man mal ausprobieren. Das geht. Okay. Aber das Palast wird wahrscheinlich hier in der Ecke irgendwo sein. Sollte aber machbar sein. Neues Piratenstädtchen für uns. Wir haben 77 Mariner, die reichen locker flockig. Auf geht's, Galionchen. Die Jamaica Prize. Kann ich nicht umbenennen? Stimmt. Wenn nicht, müssen wir uns doch hier durchschießen. Das sind aber immerhin 4 Kanonentürme, die wahrscheinlich gleichzeitig auf uns schießen können. Das wird wieder einiges an Kanonen kosten. Granaten, Heinis haben die auch ohne Ende. Gehe ich zumindest mal davon aus. Ne, hier ist gerade ein Gouverneurspalast. Kommt der hier draußen oder was? Da muss doch auch irgendwo wohnen. Ich habe ihn schon dreimal übersehen. Hallo, Gouverneur. Wieder einmal hier ankern. Vielleicht können wir an dem Strand landen, vielleicht auch nicht. Was, der Gouverneur wohnt in so einem popligen Haus, wenn es so Häuser in der Stadt gibt? Sehr bescheiden. Aber ja, man muss sagen, er hat einen eigenen Teich und Palmen und... Also gut wohnen tut er schon, ne? Wieder einmal ankern, Jamaica Prize.
Jo, wir können hier nicht landen. Super. Und wieder zurück. Und da unten ankern. Aber mit dem Wind geht das auch alles ein bisschen schneller, oder? Hallo? Ja. Oder auch nicht. Wir können ja schon ein bisschen terrorisieren. Terrorisieren. Jawohl. Oh Gott, es brennt. Oh, ah, Hilfe. Ja, Hilfe. Oh, es brennt. Bleib ich mal nebenbei stehen. Was soll schon passieren? Ich will, dass die Stadt wieder kaputt machen, aber egal. Wir wollen uns jetzt in Ruhe setzen. Wir haben mittlerweile mehr Ruhm als Infamie, was auch nicht gut ist. Also, das war nicht der Plan. Sag mir zu. Ah, deshalb schicke ich mir hier noch ein köstliches Getränk ein. Spannend, ich weiß. Und auch den letzten Tropfen. Männer kennen das. Du, bitte ankern und nicht auf die Küste auflaufen. Vier Kanonen, alle Mann. Oh. Aber wäre es denn gut in Landgängen? Landgang. Wer hat am wenigsten Loyalität? Den setzen wir dann eher hier aus. Hier, du. Fällt dir ein. Oh, du bist ja noch schlimmer. Ab mit dir. Bring die Kanonen erstmal nach hier oben. Den ganzen Rest bitte. Oh, jetzt zwei Offiziere dabei. Ich habe zwei ausgewählt, ne? Ah, egal. Die kämpfen ja angeblich alle besser, wenn Offiziere dabei sind. Eigentlich eine Armee aus Offizieren wäre auch mal was. Moment. Vorhin hatten wir 12 Kanonen dabei und hatten alles besetzt. Jetzt haben wir 4 Kanonen runtergenommen und es reicht nicht mehr für da hinten. Wir können uns die Kanonen von da nehmen und nach da schieben. Leute. Einmal mit Profis, wirklich. Ja, das ist ja noch einer. Wie viele habe ich denn mitgenommen? Ja, auch einfach 3 Persönlichkeiten. Wer weiß das schon? Ah, ich muss sagen, ein bisschen vermisst habe ich im Urlaub. Und jetzt sehen wir auch die ganze Stadt. Hier wohnt nur so ein publiker Bauer. Das war's auch. Von da hinten hätten wir auch kommen können. Sieh mal einer an. Hätten wir aber genau das gleiche Problem gehabt. Zunächst mal eine Stadthose ist nicht übertreiben. Mit den Kanonen, so wie in der letzten. Immer schön speichern. Am besten alle 2 Minuten. Bringen wir ein paar Offiziere mit, die können gut Kanonenkugeln dodgen. Volle Pulle, auf geht's, let's fits. Das Gefühl, der überlebt das nicht. Passiert. Die Kanonen haben
es überlebt hast, das Wichtigste. Wenn ihr bitte mal nicht so nah zusammenstehen, da wäre ich sehr dankbar für. Die halbe Bevölkerung raus. Die Offiziere. Die Soldaten können jetzt irgendwie ein bisschen besser hinschießen. Als meine Leute. Mit Musketen. Gleich die da mal lang. Hier ist man auch ein bisschen gefährlich im Weg. Waren es doch eben nur zwei Kanonentürme, die wir effektiv ausschalten mussten. Hey, stehen bleiben bitte! Jeder kennt es, die explodierenden Kanonenkugeln. Stürmt die Stadt. Die Kanonen können eigentlich so ausschiffen. Exekution. Exekution. Kleine Kinder mit Kanonen schießen. Ist, glaube ich, verboten. Bin mir da aber nicht so sicher. So. Ja, der hält natürlich wieder eine ganze Kanonenkugel aus. Jetzt wird geplündert. Alle Mann rein da. Wir kämpfen jetzt einfach durch bis zum Bonuspalast. Speichern und das Spiel. 4. Einen Offizier verloren. Das ist tragisch, aber damit habe ich nicht gerechnet. Alter Vater. Da habe ich gerade nicht dran gedacht. Oh, da habe ich gerade nicht dran gedacht. Nee, standen auch so scheiße hinter der Baracke. Das hätte richtig ins Auge gehen können. Das hätte richtig ins Auge gehen können. Ich kann auch zurückschießen. Da kommen Säbel. Da kommen Musketen. Alles im grünen Bereich. Wir machen heute keine Gefangenen. Haltet sie auf! Den nächsten bitte. Du holst den hier. Kommen da noch mehr mit Granaten? Wahrscheinlich haben die hier irgendwo noch welche versteckt. Dafür sind Offiziere ganz gut, weil die ziemlich viel aushalten.